Hey ho, willkommen im Dunkeln. Wir sind heute gerade in der Schule, kurz vor der Beginn der Dunkelheit. Manu ist mit dabei und meine kleine Kordexe Josephine. Bei dieser Schule merkt man trotz, dass es dieser Plattenbau ist. Und der Plattenbau besteht ja von DDR-Zeiten aus Stahlbeton. Es ist alles sehr wellig. So stellenweise gibt es mir auch das Gefühl, der Boden kann eigentlich nicht richtig halten. Wo ich dennoch nicht richtig weiß, es ist gerade Blödsinn, was ich mir gerade erfinde, oder es ist wirklich wahr. Da habe ich auch schon gesehen, es ist möglich, der Stahlbeton raufplatzt und der Boden auch schon anfängt zu wabbern. Die schönen Scheiben, die Bürste der Zeiten, die schönen Sicherungen. Wie ich sehe, ist es hier nicht so richtig nur Stahlbeton. Es wurde irgendwie nochmal nachgebaut. Die sozialistische Schönheit, die Verzierung von der Fenster. Ich glaube, wir kommen auf den Rand. Ich fühle dich wirklich an. Schiesal. Das immer sind die kleinen Details, die man hier sieht. Wahnsinn. Wie der Boden vermosert. Vermodert. Vermosert. Ja, ich weiß, es werden einige Leute sagen, bitte benutzt doch ein Filmlicht. Ich habe auch ein Filmlicht, ja. Ich habe das Filmlicht jetzt mal gerade nicht ausgepackt. Wegen den Lichtverhältnissen von einem Nachbar. Vielleicht sieht es hier gruselig genug aus, wenn ich mal irgendwas mache. Nicht echt, Scheiße. Alter, wer will hier noch her? Deswegen.
Passwort habt. Passwort? Ich weiß nicht, ob ihr eure Passwort habt. Ich hab die Zeit. Da oben beschreibt ihr was. Ich habe es mir angeschaut auf dem Handy. Ich sehe kein Auto. Okay. Ich sehe aber niemanden. Ich sehe nichts Verdächtiges irgendwie vor der, auf der Straße oder auf dem Supermarkt. Also, wie es aussieht, haben wir Schwein. Und das ist ja keiner mit drin. Wir sind ja komplett allein. Allerdings, mehr gibt es leider nicht zu sehen. Und so sage ich mal: Bye, bye. Ciao. Seht ihr euch überhaupt? Tschüss. So, bis dann.